Ja, verbaler Großangriff einer Ärztegruppe auf Kanzlerin Merkel. Ja, bevor ich gleich dazu komme, das Dilemma ist wirklich, dass wir wieder nur Feindbilder schaffen. Ja? Jetzt werden die normalen Politiker zu Feinden. Es werden sozusagen, ja, es werden wieder Angriffe gefahren, Schuldvorwürfe gemacht, um nur eine Sache nicht zu beschuldigen, dass wir selber die Verantwortung dafür tragen. Wir selber unterstützen unser ganzes Leben diese teuflische Marktwirtschaft, die genau diese Probleme hervorbringt. Die Hypochondrien, der neue Name ist, wo ist der neue Name? Die Mysophobie erzeugt haben, also die übertriebene Angst vor Schmutz und Bakterien, die Mysophobie. Ja, und das ist doch klar, dass in der Marktwirtschaft notwendig jeder Arzt, ich deut's nur ganz kurz an, diese Mysophobie und der Hypochondrie anhängen muss. Ja, der übertriebenen Angst, selber krank zu sein oder krank werden zu können, ja, und bei jedem Zwicken schon sich schwer krank zu wähnen. Und das ist einfach so, dass hier marktwirtschaftliche Bedingungen, Dr. Markus Krall, marktwirtschaftliche Bedingungen, und wir haben hier sozusagen den Früharzt, der in der Wahrheit lebt und sagt, ja, ihr müsst total weiterhin natürlich in euren Kommunen leben, euch natürlich ernähren, bewegen und so weiter, braucht einen gesunden Lebensstil weiterhin, dann braucht ihr mich nicht. Und dann dann dieser Arzt sagt, Früharzt sagt auch noch, nee, also so Viren und Bakterien, die können wir deswegen nicht sehen, weil sie für uns ungefährlich sind. Wenn wir ein starkes Immunsystem haben, können die uns gar nichts und deswegen müssen wir die weder sehen noch sonst was. Wir müssen sie einfach nicht beachten und deswegen haben wir auch keine speziellen Augen für Viren und Bakterien. Ja? Und der andere Früharzt, der sich irrt sozusagen unter Bedingungen der Marktwirtschaft, der sagt, ach nein, also ihr solltet euch doch mit den modernen künstlichen Nahrungsmitteln ernähren, die sind genauso gesund und außerdem sind die Viren und Bakterien allmächtig und total gefährlich und so weiter und außerdem werdet ihr alle ja nur wenn dann krank durch einen Mangel an meinen Impfungen, Bestrahlungen, Tests, Chemotherapien, Operationen und so weiter. Also kauft meine Produkte. Ja? Und die Leute, die ihm da, die er überzeugen kann, die sozusagen ernähren sich jetzt falsch, werden chronisch krank, werden Dauerkunden und Dauerpatienten und er kann ihnen eine Sache nach der anderen verkaufen. Das ist marktwirtschaftliche Medizin. Ja? Und diese Irrtümer führen dazu, dass er sehr gut bezahlt wird, die gewinnbringenden Irrtümer, während der hier irgendwann seine Wanderpraxis hier nach 3 Generationen muss schließen, weil da die Leute nicht krank genug gehalten werden und also dieser Arzt nichts verdient, während der sehr gut verdient und da hier 2 Kinder ernähren kann, hier 3 Enkel, 2 Urenkel und so geht es immer weiter. Und daraus entstanden dann eine Großfamilie der Medizinprofessoren und eine dieser Großfamilien, der gehört der Dr. Drosten an. Ja? Und es ist nicht angemessen, den jetzt mit Mord zu bedrohen oder die Frau Merkel zu beleidigen und zu beschimpfen und ihr zu unterstellen, sie hätte doch böse Absichten gehabt und hätte das alles bösartigerweise gemacht, sozusagen. Nein, das ist einfach nur so, dass unsere marktwirtschaftliche Medizin so voll gewinnbringenden Irrtümern trieft, dass es ganz klar ist,
dass solange wir alle den Aberglauben an die Marktwirtschaft haben, dass wir dann selbstverständlich den vermeintlichen Experten trauen, die in Wirklichkeit voll von Irrtümern sind, und dass die uns in die Irre führen müssen, ist zwangsläufig. Deswegen, es gibt nur eine gesunde Reaktion, die Marktwirtschaft zum Thema zu machen, überall mit allen Menschen darüber zu diskutieren, dass die Marktwirtschaft überall gewinnbringende Irrtümer multipliziert, vermehrt und überall ausbreitet und dadurch die gesamte Menschheit ruiniert und schwerst beschädigt. Ja? Und ich deute es nur kurz an, die Wohlfühlstimme würde also bedeuten, dass hier dieser Früharzt keine Verdienste, dieser Arzt, diese Arztvariante keine Verdienstzuschläge mehr bekommen würde, also pleite gehen würde, es sei denn, er lernt von den Next Scientists for Future.de dazu. Und diese Menschen hier, die seine jetzigen Kunden, die geben ja schlechte Wohlfühlstimmen ab und weisen schlechte Gesundheitsdaten auf. Ja, und das heißt, die wahrheitsorientierten Ärzte, die wir jetzt ja auch in dieser Krise überall hatten, massenweise, die sogenannten kritischen Ärzte, die würden dann sozusagen stark belohnt werden, weil sie nämlich bessere Wohlfühlstimmen und Gesundheitsdaten zur Folge hätten. Und dann würde sich die Wahrheit ausbreiten und dann kann die Politik auch wieder auf Experten vertrauen, weil dann diese Experten für Wahrheiten stehen. Ja? Aber in der Marktwirtschaft ist nun mal die Welt verkehrt. Da steht alles Kopf. Schluck Wasser. In der Marktwirtschaft sind eben die vermeintlichen Experten die Irrtumsträger. Und die vermeintlichen Verschwörungstheoretiker und Kritiker teilweise die Wahrheitsträger, aber auch nur in Teilen, weil sie ja dann wieder irgendwo böse Menschen wittern. Ja? Das ist natürlich dann falsch. Ja? Sondern das ist alles nur eine Sache des Irrtums. Niemand hat Schuld. Wir alle tragen die Verantwortung dafür, dass jetzt seit 400.000 bis oder 140.000 mindestens Jahren die Marktwirtschaft läuft. Und auch der Dr. Markus Krall trägt dafür nicht die Verantwortung, sondern wir alle sind schuld daran oder niemand ist schuld daran. Wir sollten jegliche Schuldvorwürfe sofort beenden. Ja, Schluck Wasser. Ja, ich fange mal da an. Donald Trump spricht jetzt auch von Ausstieg. Also der wird jetzt auch vielleicht nachdenklich, ja, dass eben da was nicht stimmt, dass vielleicht die vermeintlichen Experten sich einfach vielleicht nur irren, ja, und dass man denen deswegen nicht weiterhin die USA opfern darf, ja. Dann weltweite, also gehen wir erst hier drauf ein. Bei OE24 TV, also österreichisches großes Fernsehen mit Fellner Live, da wird ganz offen über den sofortigen Ausstieg immerhin kontrovers diskutiert, was bei uns halt nicht möglich ist, ja. Es gibt ja auch von Dr. Bodo Schiffmann sozusagen die Vermutung, das ist ein neuer Gedanke, wer GEZ-Gebühren erhält, also ich habe bis jetzt ja immer nur gesagt, ist doch klar, wenn so viel pharmazeutische Werbespots die Gehälter der öffentlich-rechtlichen Fernsehmachenden mitbezahlen, ja, dann ist doch klar, dass die pharmafreundlich denken müssen, sonst könnte ja das Ganze nicht mehr funktionieren, ja. Aber der Dr. Bodo Schiffmann weist noch darauf hin,
ob es nicht so sein könnte, dass wer GEZ-Gebühren erhält, also das heißt die Fernsehmacher der öffentlich-rechtlichen Fernsehsender, dass der automatisch staatsfreundlich und regierungsfreundlich wird und dann wahrscheinlich gar noch nicht einmal mehr irgendwelche parteienmäßigen Aufsichtsräte mit CDU und SPD braucht, um regierungsfreundlich zu sein. Das ist doch mal ein schöner neuer Gedanke, über den man nachdenken kann, ja? Und dann spricht Dr. Bodo Schiffmann an, dass vielleicht man mal untersuchen sollte, ob nicht die Großzahl der Leute, die überhaupt gestorben sind mit Corona, ob das sich da nicht bei um Raucher handelt. Denn das Rauchen und gegen das Rauchen unternehmen wir nichts in der Gesellschaft. Ne? Da unternehmen wir nichts. Aber da, den ganzen Staat sind wir bereit zu ruinieren, um stattdessen Schutzwelle gegen ein Virus zu bauen, anstatt gegen die wirkliche Krankheit, nämlich gegen das Rauchen entschlossen vorzugehen oder gegen die Fehlernährung oder den krankmachenden Lebensstil oder die Luftverschmutzung und so weiter. Ja, ja, wie gesagt, das mit der staatlich induzierten Mysophobie und Hypochondrie von Dr. Bodo Schiffmann, also das ist nochmal schön formuliert, staatlich induzierte Mysophobie und ich würde ergänzen Hypochondrie. Ne? So, dann gehen wir auf die Hetze gegen Armin Laschet ein, gegen ihn wird also weiterhin medial gehetzt, weil er es ja gewagt hat, zu skeptisch zu sein und sich zu fragen, ob die Experten sich vielleicht irren könnten. Damit, anstatt dass er dafür gelobt wird, dass er solche Fragen stellt, ja, wird gegen ihn gehetzt. Ne? Und dann der offene Brief einer Ärztin mit einer ganzen Ärztegruppe, die spricht eben aggressiv von Schwindel, fordert Merkels Rücktritt und man sollte da die sogenannte Kirche im Dorf lassen und auf dem Teppich bleiben. Wir alle, auch diese Ärztin, trägt die Verantwortung dafür, dass wir in der Marktwirtschaft leben. Ja? Und damit ist es ganz klar, dass es zu solchen Fehlentscheidungen kommen muss. Ja? Und denn die Leute glauben wirklich, wir hätten es mit einem Killer-Virus zu tun, ja. Und ja, und dann ist jetzt die interessante Frage, die diese Ärztin aber mit ihrem offenen Brief an Frau Merkel aufwirft, ist die Übersterblichkeit eventuell selbst gemacht? Ja, wir müssen uns ja klar sein, wissenschaftlich ab der ersten Sekunde des Ausrufes Killer-Virus, ab der Sekunde verändert sich ja alles. Und allein dieser Ruf Killer-Virus im Anmarsch kann alleine ja schon ganz viele Todesfälle erzeugen. Ja, also sie wiederholt nochmal das, was ich vor Wochen gefragt habe. Könnte es nicht sein, dass jetzt alle eventuelle Übersterblichkeit einfach durch diesen Panikruf Killer-Virus erzeugt worden ist? Ja. Vor allem, wie will man das wissenschaftlich präzise nachprüfen? Ja? Einfach nur zu behaupten, das seien alles Corona-Tote, ist antinaturwissenschaftlich. Ja? Also, aber diese scharfen Schuldverwürfe gegen Frau Merkel sollte sie sein lassen, sondern sich selbst vor ihrer eigenen Tür kehren. Warum lassen Sie eine Marktwirtschaft zu, liebe Ärztinnen und Ärztefreunde, die gewinnbringende Irrtümer zum bestimmten, das Denken bestimmenden Maß aller Dinge gemacht hat. Und dann ist es doch klar, wenn wir eine solche mysophobische und hypochondrische Ärzte-Expertenschaft haben, ist doch klar, dass sich davon alle, die an die Marktwirtschaft glauben und sie nicht hinterfragen, sich natürlich von denen in die Irre führen lassen müssen. Das geht nicht anders. Ne? Also es gibt nur einen Weg, mit den Next Scientists for Future.de die Marktwirtschaft beenden. Die ist das Grundproblem. Dann haben wir wieder die von Attac natürlich, die Naivlinge, die also den Gegenpol zum Dr. Markus Krall darstellen, ja.
nämlich dass hier sozusagen, da wird ganz zum Schluss geredet von, in der Sendung wird ganz zum Schluss geredet von Kämpfen, ja, also wieder Kämpfe, ja, also auch da wieder dieser Krieg, dieser Bürgerkrieg, ja. Also wieder dieser totale Unfug, ja, dieses linksradikale, verfassungsfeindliche. Ja, es hört nicht auf, liebe Leute von Attac, ihr tragt die Verantwortung dafür, dass bis jetzt nicht richtig über die Marktwirtschaft mit Hilfe der Next Scientist for Future.de diskutiert wird, sondern dass immer nur eure linken Hassparolen gegen Leute, die bekämpft werden sollen, geschürt werden und so weiter. Dabei ist noch ein Detail zu erwähnen, auch von Fridays for Future, Greta Thunberg und so weiter, wird ja immer auf die weltweite Gerechtigkeit gepocht. Wissen Sie überhaupt, was das heißt? Ja, also sozusagen, das würde ja bedeuten, die gesamte Geschichte aufzurechnen. Das heißt, das würde bedeuten, dass man jetzt dann sagt, ja, weil Europa und USA viel CO2 ausgestoßen haben und sozusagen dürfen die jetzt gar keins mehr ausstoßen, aber die dritte Welt darf jetzt ganz munter CO2 ausstoßen. Das würde bedeuten, dass sie sozusagen fordern, dass Europa, die westliche Welt, ihren Führungsposition in der Welt aufgibt, dass Europa und Amerika wirtschaftlich auf das Niveau von Afrika zurückgehen und stattdessen Afrika auf das Niveau von Europa und USA hochgeht, ja? Denn wenn man all die Dinge zurückdrehen würde, die Eroberung, die Abschlachtung der nordamerikanischen Indianer, wenn man die USA wieder an die Indianer zurückgeben würde und damit die gesamten jetzigen USA-Bürger heimatlos machen würde. Und wenn man den ganzen Kolonialismus entschädigen würde und rückgängig machen würde und jetzt und all die, das Leid, was dazugefügt würde, dann müsste man ja eigentlich Europa und Amerika jetzt die Todesstrafe verhängen, sozusagen. Das wäre wahrscheinlich gerecht. Aber jetzt kommen wir zu dem entscheidenden Punkt. Dafür wird sich eben in Europa und Amerika niemals auch nur die mindeste Mehrheit finden lassen. Weil jeder Europäer und Amerikaner spürt, dass es für ihn natürlich cleverer ist, gar nicht diese Geschichte sich zu erinnern daran, sondern sozusagen seinen jetzigen Zustand, den Weltführungszustand als Natur gegeben zu geben. Also liebe Fridays for Future, mit solchen albernen Forderungen werdet ihr niemals auch nur einen winzigen Teil der Mehrheit der Welt gewinnen können, weil wer jetzt der Herrscher ist, der lässt sich nicht dazu bewegen, jetzt sozusagen sich vor ein Gericht zu stellen zu lassen und sich aburteilen zu lassen wegen seiner früheren Taten, aufgrund derer er zum Weltherrscher wurde. Das ist einfach illusionär. Wir sollten die Geschichte abhaken und jetzt die alles so akzeptieren, wie es jetzt ist und einen totalen Neustart machen. Und das geht dann, wenn dann nur möglicherweise über den Club der Willigen von Professor Hans-Werner Sinn. Was aber, wenn die dritte Welt dann dabei nicht mitmacht, trotz der hohen Einfuhrzelle, die dann der Club der Willigen erhebt, ja, dann würden die nämlich dann einfach weiter, dann würden die halt das Öl zukünftig verbrennen, was ja dann auf dem Weltmarkt viel billiger würde. Also würde dann es doch nicht gehen, also bleibt doch nur der Gesamtplan der Next Scientist for Future.de, deren Plan ganz zuverlässig dafür führt, dass wir die ganze Welt marktwirtschaftsfrei bekommen und dann die ganze Welt auch zum Klimaschutz bekommen, ja. Und dann auch ein weltweites sozusagen, weil dann nämlich auch die ärmsten Länder der Welt durch die Beendigung der Marktwirtschaft so große Wirtschaftswunder bekommen, dass die sich auch leisten können, an einem weltweiten Emissionshandel mit absolut gleichen Preisen für alle und für alle Gase, CO2, aber auch alle Giftgase und so weiter, einen weltweiten Emissionshandel einführen und so weiter. Und wenn man dann noch den guten Vorschlag von Dr. Markus
Markus Krall aufgreift, dass man endlich die Meere in Staatseigentümer überführt, sodass niemand mehr ungestraft das Meer beschädigen oder verdrecken oder überfischen darf, weil es dann Eigentum der Staaten dieser Erde ist. Also jeder Quadratmeter des Meeres wird dann irgendeinem Staat gehören. Sinnvoll muss man das natürlich aufteilen, sozusagen die Weltmeere. Und dann hätte man sozusagen die Luftreinhaltung besorgt durch den weltweiten, alle Toxine umfassenden Emissionshandel. Dann hätten wir das Luftmeer geschützt und wir hätten das Wassermeer, das weltweite Wassermeer vor jeglicher Verunreinigung geschützt. Denn kein Staat wird mehr zulassen, dass jemand jeden Müll ins Meer wirft, wenn es deren Eigentum ist, sozusagen. Ja? Und dieses Eigentum dann sinnvoll bewirtschaftet wird. Ja? Ja, also, so viel für heute. Also, ich zeige es nochmal ganz kurz zum Schluss. Hier ist unsere einzige Chance. Und nicht damit, dass man jetzt irgendwelche Leute angreift, wie die Frau Merkel oder so, irgendwelche Schuldvorwürfe macht. Niemand hat Schuld. Das ist die große Menschheitsdummheit, dass wir alle, ich ja auch, ich weiß ja auch erst seit einigen Jahrzehnten, dass die Marktwirtschaft so gefährlich ist. Wir alle, auch ich in der Jugend, ich habe auch einfach die Marktwirtschaft so akzeptiert, wie sie ist. Wir alle haben sie akzeptiert. Aber jetzt ist endlich erforscht, wie teuflisch und gefährlich sie ist. Und diese Corona-Hysterie ist doch nur ein winziger, teuflischer Ausdruck der zerstörerischen Marktwirtschaft. Ja? Also, bis später. Tschüssi.